Manifest der Europäischen Schriftstellerkonferenz 2016. Zmitje Wiżniu, Belarus. Europa ist ein Lebensstil. Die Geschichte Europas ist geprägt von Menschen, die das Abenteuer suchten und Wagnisse eingingen. Hier begegnen sich das Unmögliche und die Freiheit. Auf den Handflächen aber funkeln Sterne. Sion, Island. Denke ich an Europa, werde ich an die wohlbekannte Tatsache erinnert, dass vom Weltraum aus gesehen auf unserem Kontinent keine sichtbaren Staatsgrenzen erkennbar sind. Keine gewaltigen Linien, die sich durch die Landschaft ziehen, über Hochebenen, Hügel und Seen. Seine vielfältigen Landstriche, abgetrennt durch natürliche Grenzen wie Küsten, Flüsse, Felsspalten, Steppen, Berge, Landzungen und Inseln, den Grund des Meeres und seine Oberfläche. All das sind einfach Orte, an denen sich die Menschen über Jahrhunderte hindurch versammelt haben, um für einen kurzen Moment den immer wieder neuen Gesang der Menschheit erklingen zu lassen. Jordi Puntí, Spanien. Europa ist das Dorf nebenan, die Tür des Nachbarn, die nächste Insel. Europa geht bergab und am Ende ist immer das Meer. Europa ist ein Café, in dem man alle Sprachen spricht und jeder sie versteht. Peter Terrin, Belgien. Als Bürger eines zweisprachigen Landes werde ich häufig gefragt, was ich meinem Gefühl nach bin. Ein flämischer Autor oder ein belgischer? Meist antworte ich, dass ich mich als Schriftsteller in erster Linie als Europäer empfinde. Ich bin mit beiden Füßen in einer starken europäischen literarischen Tradition verwurzelt. Als Bürger bin ich Flame und Belgier und Europäer. Ein Individuum kann viele Personen beherbergen. Ich schreibe dies am 22. März 2016. Anschläge in Zaventem und Brüssel haben unser Land bis in seine Grundfesten erschüttert. Wie beschützen wir unsere tolerante Gesellschaft gegen Intoleranz? In meinen Augen ist das die größte Herausforderung, vor der Europa steht. Shumona Sina, Frankreich. Meine Heimat ist weder Indien noch Frankreich, sondern die französische Sprache. Ich bin befreit. Ich bin frei als Frau und als Autorin, weil ich schreibe, weil ich auf Französisch schreibe. Doris Kareva, Estland. Europa ist ein Archipel voller Wortbrücken. Ivana Saiko, Kroatien. Die Europäische Union war ein Versprechen zur Solidarität. Eine Koalition verschiedener Kulturen, die imstande sind, eine gemeinsame Sprache durch transparente, demokratische Prozeduren zu finden und sich dabei um das Wohl der eigenen Völker zu kümmern, um ihre soziale und natürliche Umwelt. Europa ist heute infolge von Bürokratie, Ungleichheit, Vorurteilen und Angst sowie durch einen ganz konkreten Zaun geteilt. Und seine einzige Chance besteht darin, den Kokon der lokalen Interessen und der Erpressung durch den Markt zu verlassen und zu dem nicht gehaltenen Versprechen zurückzukehren. Mehmet Yashin, Zypern. Beginnt Europa am Mittelmeer oder endet es vor dem Mittelmeer? Das war schneller. Sergi Zadan, Ukraine. Wo liegt die Mitte Europas? Wenn man Europa als eine vitruvianische Figur mit kanonisierten Proportionen wie die von Da Vinci betrachtet, wenn man die Karte von Europa als einen Menschen sieht, der dich anschaut, liegt die Mitte in der sicheren und gut geschützten Schengen-Zone. Aber das Herz schlägt wie bei jedem Menschen weiter links, im Osten, irgendwo da, wo die Ukraine liegt. Antje Ravik-Strubel, Deutschland. Als Europäerin bin ich einmal Einwohnerin und 27 Mal Ausländerin. Sergej Lebedjew, Russland.
Das heutige Russland grenzt sich wieder von Westeuropa ab. Aber so, wie es mit der UdSSR geschehen ist, lässt sich diese neu errichtete Mauer aus Ignoranz und Hass niederreißen. Mit einem Wort der Wahrheit. Kefa Ali Deeb, Syrien. Europa ist für viele das Land der Träume. Denn es steht für Menschlichkeit und Freiheit. Jene Freiheit, für die viele Syrer gestorben sind. In Syrien und auch in Europa. Was mich betrifft, so habe ich durch meine Existenz als Kriegsflüchtling in Europa die Erfahrung gemacht, dass sich die Humanität, die die Menschen hier an den Tag legen, von der Politik der Regierungen abhebt. Für manch einen mag Europa großartig sein. Mich dagegen begeistern nach wie vor Zauber und Geheimnis des Orients. Priya Basil, England. Ein Mensch kommt nach Europa. Ein Mensch unterwegs, die älteste Geschichte der Welt und die aktuellste. Eine Geschichte für alle Zeiten. Zahllose Fäden dieser Erzählung, über Jahrtausende miteinander verwoben und heute enger denn je verknüpft, haben Europa geschaffen. Ein Mensch unterwegs, einer von Millionen. Einer von vielen, die ein Zuhause suchen und es nicht finden werden, weil Europa ihnen inzwischen den Einlass verwehrt. Ihr Zuhause hat anderswo zu sein, möglichst fern von Europa, so fern, wie Hilfe und Hindernisse sie halten können. Ihr Europa liegt außerhalb des Kontinents, in Zeltstädten und Internierungslagern oder tief unter den Wellen. Das ist Ihr Europa, das ist Ihre Ode an die Freude. Wird Beethovens 9. zur Hymne der Missgunst werden? Oder wird Europa die Partitur mit prächtigen Beats der Weltmusik neu beleben? Nir Baram, Israel. Ich bin in der europäischen Literatur groß geworden, mit Robert Musil, Marcel Proust und anderen, und mein eigenes Schreiben hat sich in ihrem Licht entwickelt. In gewissem Sinn werden wir Israelis, ob wir wollen oder nicht, sei es in unserer Literatur oder in unserem Leben allgemein, immer mit einem Bein in Europa und mit einem anderen im Nahen Osten sein. Und manchmal wissen wir selbst nicht, wo genau wir uns gerade befinden. Lukas Bärfuß, Schweiz. Die europäische Dialektik, die Vernunft trennt, der Geist verbindet. Jonas Lüscher, Schweiz. Europa ist ein kompliziertes Projekt. Und gerade deswegen dürfen wir nicht der Versuchung erliegen, einfache Antworten zu liefern. Eugenius Alischanka, Litauen. Europa erinnert mich an den Don Quixote der Renaissance. Seine hehren Ziele und Projekte befinden sich oft im Widerstreit mit der rauen Wirklichkeit und sogar mit den Naturgesetzen. Ein wunderbarer Protagonist für die Literatur und ein unerschöpflicher Stoff für einen Schriftsteller, für Europas Sancho Panza. Lidia Dimkowska, Mazedonien. Die europäische Literatur kann nur dann vielfältig, reich und stark sein, wenn sie nicht bloß aus den sogenannten großen Sprachen besteht, sondern aus den literarischen Stimmen jeder einzelnen Autorin und jedes einzelnen Autors in Europa. Den Stimmen der Minderheiten, der Migranten, der anderen und überhaupt auch aus dem Anderssein. Jana Benova, Slowakei. Deine Worte, meine Bilder. Deine Worte, mein Land, meine Heimat, Flagge. Deine Worte, die einzig mögliche Gesellschaftsordnung. Johanna Bator, Polen. Das Schlimmste ist Grausamkeit. György Drogiman, Dragoman, Ungarn. Europa ist jene Gegend, wo wir den tödlichen Hass aufeinander nach Kräften zu vermeiden suchen und uns höchstens wechselseitige Abneigung gestatten. Jene Gegend, wo wir der tödlichen Furcht voreinander zu widerstehen suchen. Jene Gegend, wo momentan schwer zu entscheiden ist, ob Obi-Gesetze tödlichen Zynismus oder stillen Optimismus ausdrücken.
Tillmann Spengler, Deutschland. Auch Ehrlichkeit gehört zu den zentralen Werten Europas. Ehrlichkeit, die kalte Herzen, hohle Versprechen, schnöden Hass und zynische Gleichgültigkeit in unseren Seelen aufzeigt. Dragana Mladenovic, Serbien. Das Fehlen von Empathie ist das Gleiche, wie an der Peripherie stecken geblieben zu sein. Es ist das Gleiche, wie auf der falschen Seite des Stacheldrahtes zu stehen. Jeto Nisirai, Kosovo. Träume von Europa. Dort ist eine andere Welt. Die Städte sind endlos und die Gebäude haben hunderte von Stockwerken. Menschen fahren in schönen Autos und haben tolle Häuser. Alle arbeiten und führen ein gutes Leben, aber auch die Arbeitslosen leben gut. Wenn du kein Geld hast, gehst du zur Bank und stellst einen Antrag. Und du bekommst es, ohne es zurückzahlen zu müssen. Die Mädchen sind lieb und sie weisen dich nicht zurück. Ihre Läden nennen sie Supermarkt, weil es dort super Lebensmittel gibt. Der Honig ist dort süßer als bei uns und sogar der Schnee in den Bergen schmeckt wie Fruchteis. Ihre Hunde beißen dich nicht und ihre Mücken stechen dich nicht, sondern lecken dich nur ab. Ihre Haustüren lassen sie Tag und Nacht offen, niemand klaut, weil alle alles haben. Dort legen nicht nur Hühner, sondern auch Hähne Eier. Es ist dort wie in einem schönen Traum, der nie zu Ende geht. Nicole Ljubitsch, Deutschland. Es heißt, Europa sei eine Wertegemeinschaft. Aber Werte sollte man innerhalb der Gemeinschaft verteidigen und nicht an ihren Grenzen. Josef Haslinger, Österreich. Gefragt wäre nun die internationale Solidarität der EU-Bürger. Aber gibt es die überhaupt? Wo steht heute das stolze europäische Bürgertum und verteidigt das, was es 300 Jahre lang über viele Rückschläge hinweg beharrlich aufgebaut hat? Yasra Khaled, Griechenland. Wenn wir die Faschisten aus Europa abschieben, dann gibt es viel mehr Platz für Flüchtlinge. Rosa Liksom, Finnland. Erstens, vor dem Ersten Weltkrieg war Deutschland der dominierende Staat in Europa. Nach dem Zweiten Weltkrieg schufen die dominierenden Staaten Europas die Europäische Union, um aus unserem Kontinent eine Heimat des Friedens und der Stabilität zu machen. Heute dominiert Deutschland Europa. Es werden Gespräche geführt und es ist viel Geld vorhanden. Aber wo bleiben die Entscheidungen? Zweitens, wenn sich das Geld auf der Welt frei bewegen darf, sollte das gleiche Recht auch für Menschen und Tiere gelten. Melikiak, Deutschland. Europa hat allein in den letzten 100 Jahren so viel Geschichte gesammelt. Und ihr, die Fliehenden, die ihr hinter den Grenzen wartet, auf den Meeren irrt, an Stacheldrähten aufgehalten werdet, erzählt diese Geschichte weiter, auf eure stumme Art. Ihr seid Geschichtenerzähler ohne Stimme. Doch wir hören euch. Wir hören euch. Najed Adouani, Tunesien. Mit Kunst und Kultur trotzen wir den Widrigkeiten und bauen Brücken zwischen den Völkern. Dies ist eine Verantwortung, die Künstler und Politiker in Europa und Umgebung teilen. Kunst kann nur dann zur Entfaltung gelangen, Wirkungskraft entwickeln und Menschen bewegen, wenn Ausdrucks- und Bewegungsfreiheit garantiert sind, finanzielle Förderung gegeben ist und dem Ressort der Kultur in den künftigen europäischen Programmen ein wichtiger Stellenwert zugesprochen wird. Als teilnehmende Schriftstellerin dieser Konferenz betrachte ich es als meine Pflicht, mich für die Literatur und die Kunst im Allgemeinen einzusetzen. Indem ich aus der Außen- wie auch Innenwelt schöpfend und fernab von aufgezwungenen Festlegungen auf Zeit, Ort, Kategorie und Schema unbeirrt weiterschreibe. Unbeirrt meinen Stift gegen jede Art von Gewalt, Unterdrückung und Ignoranz erhebe. Zu schreiben begann ich als Kind im Garten meiner Mutter. Mittlerweile schreibe ich an anderen Orten, an Orten, die ich liebe und die mich lieben.
Orten, an denen ich neue Leser gefunden habe und neue Lebenserfahrungen mache. Yavuz Ekinci, Türkei. O Ära von Verhängnis und Verderben, bei Walnuss, Pferd und Märchen, der Mensch ist so groß wie sein Kummer. Paolo Giordano, Italien. Schon als Junge habe ich mich ebenso sehr als Europäer gefühlt wie als Italiener. Indem ich das schreibe, wird mir klar, dass das inopportun klingen könnte. Das ist es nicht für mich. Ich erinnere mich noch an die Autoschlangen an der italienisch-französischen Grenze und nichts lässt mich wünschen, sie wiederzusehen. Deshalb schmerzt und erschreckt es mich, wenn ich von Schritten zurück reden höre, von Abschottung und Grenzschließungen. Zu früher zurückzukehren wäre für mich, wie auf eine Hälfte meiner Zugehörigkeit zu verzichten. Lavin Motadi, Schweden. Du standest in der Küche deiner Mutter und hattest einige Tassen abgewaschen, als du sagtest, alles, was ich sagen werde, hat jemand anderes schon gesagt. Gib mir den Topf. Im Radio sprach Katharina Taikon. Sie sagte, ich habe die Menschenrechte nicht erfunden. Ich habe sie nur aus dem Romani übersetzt. Jaroslav Rudisch, was ich mir so wünsche, mehr Stammtisch für Europa, um zusammen Bier zu trinken und zu reden. Barbara Schnitzler, Thorsten Hirse, herzlichen Dank. Das Manifest der Europäischen Schriftstellerkonferenz 2016. Ja, wir gehen jetzt nochmal über in drei Lesungen und ich freue mich jetzt sehr auf Jeton Nesirei, Jahrgang 77 aus dem Kosovo, einer der bekanntesten Theaterautoren seines Landes. Er ist Autor von mehr als 20 Dramen, die auch an vielen europäischen Bühnen und in den USA aufgeführt worden sind. Er war unter anderem künstlerischer Leiter am Nationaltheater in Kosovo. Heute leitet er eine von ihm gegründete Produktion zu Marquenda Multimedia in Pristina, die vor allem eben zeitgenössisches Theater produziert. Auf deutschen Bühnen wurden viele seiner Stücke inszeniert. Einige möchte ich Ihnen auch nennen. Die Brücke zum Beispiel oder Kosovo for Dummies, Per Günd aus dem Kosovo und Krieg in Zeiten der Liebe. In seinen Stücken beschäftigt sich der Autor mit der politischen Lage im Kosovo und mit Alltags- und Auswanderergeschichten. Er macht aber noch vieles anderes. Er schreibt auch für Theater, Zeitschriften, stellt sich zu politischen und kulturellen Themen und er ist auch Mitglied des Europäischen Kulturparlaments. Herzlich willkommen, Yeton Nesirei. Welcome. Danke. Well, press freedom hasn't been granted, actually, in Kosovo. So, what does it... Are you sure? Well... I heard something about it. What does it mean for an author of dramas, of theater plays, for you? I think it's fascinating to live there in this period, and I think it's the best place for a theater author to live in those circumstances where you have a freedom, but you don't have a freedom somehow. You have a theater play that you think everything will go fine, but then you know that there are some 20 police around the theater making sure that nothing bad will happen, or you might expect somebody to jump on stage and like stop the performance or things like this, but it's not that dramatic as I'm explaining. But moreover, actually, well, it seems to be there seems to be a certain tension in the air, but moreover... No, it's because I lost my passport today, so that's why. This is not a joke. But moreover, you work, for example, with Serbian actors, which is something very delicate. Yeah, well, it's actually, I could call myself as a pioneer in this field of cooperation and initiating cooperation with Serbian artists in literature, but also in theater. So it's very, now things are much more relaxed, and this is not anymore a taboo, so to say. Okay. But yeah, a couple of years ago, it was really very common to see
sometimes more police outside the theater than audience inside. And not only in Kosovo, but especially when we went with our productions in Belgrade. So what happened then? No, they take care of us and we come back safe. So nobody died by now. Yeah, so we are all safe. And no, no, it's, I think things are changing for good. Mm-hmm. So today, let's say, I'm not afraid that somebody will jump on stage. I mean, not here, but there when I have a show. So it's good development, I would say. I probably sound like an official from the government, but I don't want to. Maybe you are, who knows? Who knows? Well, being a member of the European Parliament of Culture, what does it mean exactly? I have no idea. I'm a new member. The last meeting was in Kosovo. I mean, I know what the organization is, but the next meeting where I was supposed to somehow get to know the institution was held in Spain, and unfortunately, we as Kosovars are not allowed to enter Spain. And so I couldn't go there, so I have no idea. I have to check it. What would you like to debate there? Do you have any ideas of this? No, first to go, to be able to enter the Spain, and then if they allow me to debate, then I would, you know, say some words maybe. Good luck for this. I'm not intending to go very soon, because the prohibition is still there, so I cannot go there. We're going to listen for a text, O Rest in Peace. It's a game of words, actually. Can you tell us a bit about when did you write this drama and why? Well, it was commissioned by the National Theater of Montenegro and was staged last April there. So it's in the repertory, and it was directed by a Serbian director. So I think only a crowd was missing in this constellation. And so it's the classical story, I mean, not the classical, but the it's new version of the Orestes by Aeschylus, and it's called the undertitle, yeah, that is missing. It's a saga of a Balkan family, so it's really a new version of Orestia. Okay. Yeah. So. But I have to be honest, because as a playwright, I tend to be honest, that when you asked me that I should read some small part in Albanian, and I was prepared that, you know, as every time, last minute packing, so I took this play, hoping that this is the one. And it's another one, plus it's in English. So I had to sit there and pretend that I'm taking notes from the writing, but I was translating my words. So now I'm going to read my translation. It's fine. As far as you can read your own. I will, definitely. It's fine. Okay, so let's listen for it, and afterwards we are going to listen for Barbara. Officially. Schnitzler, right. Und for Torsten Hirse, jetzt um Netzerei, meine Damen und Herren. Unjam Hans Schmidt. Unë është dashtu të jem kancelari Gjermanisë. Por ajo shtriga, Angela, me mashtrimet dhe tradhtit e saja, ja doli të më marë për shtetin. Ajo më mori diçka që do të duhej të ishte e imja. Pra nda jam kaq i mërzitur, ndoshta Gjermani më i mërzitur në planet. Vërtet kam dashtur të bëhem kancelar, dhe pra ndaj po punoj të ndërtoj një bombë të vogël me cilën do të shkatroj botën. Fuck you, Angela Merkel, ti bashkë me atë busqeshën tënde falso. Thank you. Oh, just to explain, fuck you in Albanian is a compliment, so don't take it. Erster Akt. Feiglinge. Im Café des Balkan Express. Mann 1 und 2 trinken Raki. Andere Gäste werden von Esma unterhalten, die um die Tische tanzt. Die Putzfrau räumt ein paar Tische ab, wischt sie sauber und bedient ab und zu die Gäste. Putzfrau, ich sage euch, für dieses Land gibt es keine Rettung. Es ist den Bach runtergegangen. Und wisst ihr warum? Haare, das ist der Beweis. Nie habe ich mehr Haare gesehen, wie ich jetzt in diesem Model sehe. Sie sind überall, in Kopfkissen, in den Zimmern, im Waschbecken, auf dem Fußboden, unter dem Bett, auf dem Bett, unter den Tischen, wo Raki getrunken wird, auf dem Boden ihrer Gläser, auf ihren Zigarettenschachteln. Sie sind immer und überall. Ich bekomme keine Luft. Mit diesem Land geht es bergab. Haare sind ein Zeichen fürs Elend, für die Zerstörung. Pfui, Teufel! Und diese Hexe, sie sieht sie sofort, die Haare. Ist es denn meine Schuld, dass wir von Haaren überschwemmt werden?
Aber es ist meine Schuld, dass ich nicht kündige. Soll sie doch die Haare wegmachen. Aber ja, ich sag's ihr noch heute. Entweder bekomme ich mehr Geld oder ich kündige. Sie hat Geld, ich weiß, dass sie Geld hat. Die Hure hat Geld, sie hat Geld für ihre Freier. Verkommenes Weib, unmenschliches Weib. Aber für mich, die sich abrackert, gibt's kein Geld. Mein Rücken ist ganz krumm geworden. Ich sterbe. Ich habe Angst, dass ich sterbe. Die verfluchten Haare bringen mir den Tod. Sie putzt weiter. Mann eins, Mann zwei. Los, mach. Du zuerst. Nein, du. Also gut. Es war still und auf einmal machte einer und jetzt du. Bumm! Jawohl. So, das ist ganz angefangen. Einer hat Boom gemacht, so wie wir jetzt, und dann hat ein anderer ein zweites Boom gemacht und wieder ein weiterer und so reihum, bis alles im Arsch war. Woher willst du das wissen? Wieso sollte ich das nicht wissen? Weil du nie dort warst. Na und? Na also, du bist nie dort gewesen und das bedeutet, dass du nicht wissen kannst, wie es angefangen hat. Mann, jetzt mach mich nicht verrückt. Wir haben es so gesagt, wir haben es einmal so beschlossen, also hat es so angefangen und Punkt. Reg dich ab. Nehmen wir mal an, dass es so angefangen hat, aber es kann auch anders angefangen haben. Wie anders? Naja, es kann auch ruhiger angefangen haben. Am Anfang bellten vielleicht mal die Hunde, vielleicht krähte mal ein Hahn, vielleicht waren auch Gewehrschüsse zu hören, aber vielleicht auch nicht. Es hat so angefangen, wie ich es gesagt habe. Wenn du willst, gehen wir hin und fragen dort nach. Jetzt wissen sie es nicht mehr. Der Krieg hat ihre Erinnerung ausgelöscht. Das weiß einfach niemand mehr. Und ebenso wenig du oder ich. Was wissen wir nicht? Wann und wie der Krieg angefangen hat. Wir reden doch vom Krieg, oder? Alle wissen, wann der Krieg angefangen hat. Aber wann hat er angefangen? Er hat angefangen... Siehst du? Stimmt, wir wissen nicht einmal, wann er angefangen hat. Komisch. Das muss schon lange her sein. Ich sag dir, dass es in dieser Gegend immer Krieg gab. Aber die Menschen haben es vielleicht gar nicht gewusst, bis zu dem Augenblick, als jemand das erste Boom gemacht hat. Es hat Bumm gemacht und ein dünner Mann mit Schnurrbart ist umgefallen. Ein Mann? Es kann auch eine Frau gewesen sein. Und dann fing das Gemetzel an. Das Blut ist in Strömen geflossen. Ja, ich erinnere mich daran. Es war ein Tag wie heute. Ich habe im Garten gesessen, ich habe meinen Morgenkaffee getrunken, als ich plötzlich ein Bumm gehört habe. Aus der Ferne, wie aus einer anderen Welt. Du hast den Kaffee verschüttet, die Kaffeetasse ist dir runtergefallen und ist in Dutzend Stücke zerbrochen. In 100 Stücke? In 100.000 Stücke. Und wieso weißt du das? Weil du es mir erzählt hast. Ach so? Jawohl, ich kenne die Geschichte auswendig. Komisch. Unglaublich. In dieser Gegend haben wir immer Krieg gehabt. Scheint so. Scheint so, wie es scheint. Wie es scheint, so scheint es. Esma singt ein Lied in der Begleitung des Chors. Dieses Lied mag ich sehr, das wisst ihr alle. Also will ich keinen Mucks hören, sonst schlage ich euch mit diesem Mikrofon den Kopf ein. Im Schatten der Eiche ruhst du aus, o mein Geliebter, Held der Helden. An einer Bergquelle trinkst du Wasser, wäschst dir die Wunde in der Brust. O Held, sag, kommst du lebend zurück? Lebend kommen unsere Helden zurück. Früh in der Dämmerung vor dem Sonnenaufgang trocknen deine Lippen aus und lechzen. Deine Augen schweifen in die Ferne. Du träumst vom Vaterland und ich fliege, ich komme zu dir, erfrische deine Lippen mit dem Wasser des Bergbrunnens? Nein. Mit Weihrauch? Nein und nein. Und wenn dich die Barbaren wieder angreifen, dir neue Wunden in die Brust schlagen, dir die Augen ausstechen, die Glieder abhacken, fliege ich zu dir. Deine Lippen erfrische ich mit meinen Brüsten wie mit zwei Schneekugeln. Jetzt aber ja. Deine Lippen erfrische ich mit meinen Brüsten wie mit zwei Schneekugeln. Wie mit zwei Schneekugeln. Wie mit zwei Schneekugeln. Jeton Netzirai, vielen, vielen Dank. Thank you so much. Vielen Dank an Barbara Schnitzler und Thorsten Hirse. Sehr schön. Übertragen ins Deutsche wurde übrigens der Text von Susanna Finger. So, wir kommen zur nächsten Lesung, zur nächsten Autorin. Das ist Jana Benjova.
Jahrgang 74 in Bratislava in der Slowakei geboren. Sie ist Autorin von Gedichten, Kurzgeschichten und Romanen, schreibt auch als Journalistin für eine große slowakische Tageszeitung. Mit 19 Jahren veröffentlichte sie ihren ersten Gedichtband, dann folgten zwei weitere Bände. Mit Parker gab sie 1999 ihr Romandebüt und fand auch mit einer Vorstellung auf der Frankfurter Buchmesse erstmals Beachtung im deutschsprachigen Raum. Der zweite Roman folgte, der Geleitplan Café Hyena, der wurde mit dem European Union Prize for Literature ausgezeichnet und zuletzt erschien in deutscher Sprache der Roman Abhauen, 2015 war das, und der handelt von Rebellionen gegen die Normalität. Und letztes Jahr ebenfalls erschienen ist ein Roman, der noch nicht ins Deutsche übersetzt worden ist, aber für heute eben, da hören wir einen Auszug, Honeymoon, also Flitterwochen. Ja, welcome, Jana. Here's your microphone, Jana. How do you see your generation actually in Slovenia? Generation that was born and had grown up in a socialistic society and then having experienced the change of the 90s, then the independence of Slovakia. So what would you say is typical for your generation? So it's Slovakia, Slovenia. But you know, it doesn't matter. I think Slovakia, we like each other. We can be like, it's so close that I think it's has it's, been a long day it's with completely many natural names, to get yeah. confused. So yeah, sorry. I just think that, you know, while I was sitting here watching all the other authors and you asking them questions, I was trying to assume what are you going to ask me, and so now I have do a loop. What did you think? Now I have to do I a loop from your you. Question to the answer I made up probably 1 hour ago. So just tell whatever you want to yeah, tell. Yeah, so my generation, I just think that the crucial thing when I'm talking about in this book I wrote, and I think it doesn't matter if it's my generation or other generation, is a quote I'm using, and it's a quote that you can let the people to do everything to you. There is just one thing you can't let them to do to you, and that's you can't let them to cut off your leg. I don't know, do anyone knows whom I'm quoting now? No, it's very understandable because this guy quit writing when he was 18, yeah? So it's Rimbaud. And you know, after his leg was cut off in Marseille, he died, and I went to that place where it happened, to the hospital. And you know what that hospital is now? It's a Hotel Intercontinental. So, yeah, my generation, that's the answer. So what do you want me to ask you? You know, I think that I hope that once you are after 30, you can do loop from any question to any answer. That's right. What I ask is one thing, what you answer is the other. It's like a politician, actually. Yeah, I've learned something today, I think. Yes, I think almost so too. Also, I wrote something down so I can read it. Okay, so let's listen to it, to Honeymoon. Jana. So just 1 minute. Dave said. Nemocnica, 13. deň. Prinesli barle. Tak s tým by som bol veľmi opatrný. Odpovedá na akúsi otázku v rádiu Thomas Bernhardt. Cítim sa ako strom. Na pochode. Lekári. Pohyb po štyroch je vždy nevinnejší ako po dvoch. Krankenhaus, 13. Tag. Sie brachten mir Krücken. Also damit wäre ich sehr vorsichtig, antwortete Thomas Bernhardt im Radio auf eine gewisse Frage. Ich fühle mich wie ein Baum,
beim Marschieren. Die Ärzte meinen, Bewegung auf allen Vieren ist immer noch harmloser als auf zwei Beinen. Stützen. Ein Halt, der jede jegliche normale Bewegung verhindert und diese nur scheinbar möglich macht. Unbeweglichkeit. Starre wie im Steinbruch. Es gibt ja sowieso niemanden, zu dem man gehen könnte. Wie ein Hund. Anmerkung Franz Kafka, der Prozess, letzter Satz. Wir umarmen uns und es ist, als ob zwischen uns plötzlich eine Leich wachsen würde, so sagst du es. Wir drücken sie in der Umarmung, jeder von seiner Seite. Dabei war es einst ein Embryo, das vor meinen Augen erschienen war. Ein kleines Gesicht mit einem riesigen Lächeln, ganz und gar ein Clown, ein Narr. Solch ein Mund. Ein Lächeln über das ganze Gesicht. Es stellte sich aber heraus, dass dies gar nicht der Mund war, sondern die Nabelschnur, die beim Ultraschall genau in der rechten Höhe schwebte. Cheese. Und ich spüre dieses Lächeln auf meinem Gesicht. Solch ein körperliches, jenes Urlächeln. Wenn du dich in mir bewegst, dann schwebt es vor meinem Gesicht. Wenn ich die Augen halb schließe, jenes Nabelschnur-Lächeln. Ein Seil, nach dem man fassen kann. Ein Seil, an dessen Ende ein Boot hängt. Wir sind die Treidler. Unten vor dem Fenster steht ein älteres Ehepaar. Die beiden halten ihre Fahrräder. Er sagt etwas, spricht lange und beharrlich. Sie blicken vor sich hin, in die Landschaft hinaus. Mein Gott, ist das schrecklich mit dir. Nun sag doch wenigstens mal was. Wenigstens A oder B. Zerfall. Weil ich kein toter Fisch sein will. Weil ich die Lust an der Liebe behalten will. Weil es sonst stinklangweilig wird. Es ist nicht der Fall, dass etwas zu Ende gegangen ist und etwas Neues beginnt, nicht jenseits der 30. Mit einigen Leuten enden alle Möglichkeiten. Sie gehen zugrunde, versinken in der Erde, verschwinden unter dem Haus, verbrennen bis auf die letzte Glut. Was ist das, diese letzte Glut? Fragt der Junge vom Bett nebenan. Alle diese Stürze von Plastikhockern, von harmlosen Vierbeinern. Oktogon. Ein Arzt kommt ins Zimmer und hinter ihm wie der aufdringliche Duft eines Parfüms eine ganze Wolke Mediziner. Sie heben die Bettdecke hoch und schauen das Bein an, tête-à-tête. Für eine Weile blicken sie einander in die Augen, mein Bein und die Herde junger Männer, die Jungs. Ich fühle mich ertappt wie eine dicke Frau in der Konditorei. Sie weiß, dass sie nicht einmal hätte die Tür aufmachen sollen, dass sie nicht einmal hätte hineingehen sollen, geschweige denn ein bestimmtes Stück Torte anzuschauen. Das Budapester Oktogon kommt mir in den Sinn. Herbst. Ein Mann im Rollstuhl, in Trainingshosen, Unterhemd, ungepflegt. Er rollt über den Fußgängerüberweg, bleibt aber an der Bordsteinkante hängen. Die Ampel hat schon wieder auf Rot geschaltet, die Autos fahren wieder los, doch er kommt einfach nicht über den Bordstein, er schafft es nicht hochzukommen. Aus der Trainingshose ragt sein entblößter Beinstumpf wie das Ruder eines Dampfers. Noch einmal stemmt er sich mit den Händen auf, mit ganzer Kraft, und da gelingt es ihm hochzukommen, auf den Gehweg. Er hält inne und zieht zweimal genussvoll an der Zigarette, die ihm die ganze Zeit im Mundwinkel gehangen hat. Dieser Rollstuhl hat so schmale Räder wie die ersten ordentlichen Fahrräder, Rennradreifen. Der Bezug des Rollstuhlsitzes ist an einigen Stellen verrutscht. So sitzt und fährt der Kerl auf dem blanken Metallrahmen. Dies war eine ganz andere Gestalt als jene Touristeninvaliden, die sich in den Großstädten, in Museen und auf den Straßen in schnellen, eleganten, elektrischen Rollstühlen bewegen, welche sich wohl schon allein durch das Atmen steuern lassen. Das ganze Leiden eines Menschen, der nicht laufen, nicht sich auf die Beine stellen, nicht aufstehen kann, wird bei denen vom Bild eines supermodernen Rollstuhls übertrumpft. Eher assoziierbar mit Fortschritt als mit einer Krankheit. Es ist etwas Kosmisches, ein Lunochod, ein Cyborg, kein Behinderter.
der meinem Bruder Gästpester Ostoktogon dagegen, ebenso unbeweglich wie sein Rollstuhl, der glückliche Prinz und seine kleine Schwalbe, ein Krüppel mit seinem Gerümpel. Es gibt verschiedene Breitegrade auf der Erde. Orte des Wohlstands einerseits und Zonen der Armut andererseits. Rückständigkeit und Wohlstand, Leben auf Niveau und gewöhnliches Leben. No money, no vitality und die Breitengrade des Reichtums. Sie sind wahrscheinlich durch die jeweilige geologische Beschaffenheit der Erde vorbestimmt gewesen. Von dem, worauf die Füße täglich ruhen. Von dem, das aus Beinen Hufe, Flügel oder Stümpfe macht. Stehende Gliedmaßen. Ständer. In der Budapester Metro steht ein Junge mit einem Ball. Der ist schon reichlich zerrissen, alt, abgenutzt. An mehreren Stellen ist die Lederhülle schon zerrissen. Durch das schwarz-weiße Muster quillt der Gummiball hervor, wie ein fetter Bauch. Das passt nicht. Der Junge drückt den Ball an seinen Körper, um das zu verbergen. Ständig zieht er den Mantel des Balles zurecht, wie den der Dame seines Herzens. Der Mantel rutscht so leicht von ihren Schultern. Als ich ein Kind war, da war ein Ball ein Luxusgegenstand. Als Topstraßen galten die, wo es mindestens einen gab. Ein Kind, das einen Ball besaß, wurde niemals beim Spielen außen vorgelassen, stand nie am Rande. Wir alle bemühten uns um seine Gunst. Gehst du raus, pfiffen wir vor seinem Fenster, und nimmst du ihn mit, bringst du den Ball mit? Mathé sagte, dass wir uns vielleicht auch einen kaufen werden, einen Ball. Kein Fußball, sondern so einen weißen, so leichten Volleyball. Einen, mit dem man nicht kicken darf. Man darf ihn nur auf den Händen tragen, ihn pflegen, um auf dem Hof damit zu tippen. Stattdessen haben wir jedoch etwas Praktischeres gekauft, etwas, das nicht so einfach wegrollen konnte. Ein Ball ist ein Schatz, ein im Lotus verborgener Juwel, fiel mir beim Anblick dieses Jungen in der Metro, der die Löcher mit seinem eigenen Körper verbarg, wieder ein. Der Ausgang der Metro, an der Oberfläche, über dem Fluss. Auf der anderen Seite der Brücke blitzt etwas auf. Ich blinzle wieder ins Licht. Ein nackter Körper. Ein Blitz. Ein nackter Mann unter den Leuten in Herbstjacken. Ein beiger Fleck. Zuckend wie ein Reflex, ein Reflektor, der auf die Kleidung der Passanten geworfen wird, wie durch den Spiegel, den die Sonne geschaffen hat. Einen Moment lang habe ich das Gefühl, ganz deutlich das eigenartige Schlappen zu hören, mit welchen sich seine Füße vom kalten Asphalt lösen, um dann wieder auf ihm zu landen. Auch andere Leute entdecken den Mann, die in seiner Nähe senken den Blick oder gehen ihm befremdet aus dem Wege, die auf dem gegenüberliegenden Gehweg holen ihre Fotoapparate und Handys hervor. Gruppenweise lachen die Leute. Der Mann ist jung und bedachtsam. Seine Figur erinnert mich an Mathé. Mal bleibt er stehen und blickt auf den Fluss hinunter, als ob er erwägen würde, hineinzuspringen. Dann läuft er wieder weiter. Ein kleines Fohlen, ein Rehkitz. Nun schon langsamer. Ich verliere ihn aus den Augen. Vielleicht war das alles ein Scherz, denke ich. Doch das ändert nichts an der Sache. Als Mathé aus der Stadt verschwand, blieb es nicht nur dabei. Allmählich verschwand auch die Stadt selbst. Sie trollte hinter seinen Fersen hinterher, den beflügelten Gelenken des Gottes Pan einen Zauberstab schwenkend. Auf einmal bröckelten die Straßen unter den Füßen weg, verschwanden die Leute, gemeinsame Freunde, Bekannte. Über Nacht wurde die Brücke auseinandergenommen, jene, auf der sie mehrmals täglich über den Fluss gelaufen waren, wie über Wasser. Am Samstag wurde das Kino geschlossen und an seiner Stelle eine Bank eröffnet. Zwei weitere Banken eröffnete man dort, wo bislang der Gemüseladen und der Kiosk waren. Eine Bank wurde durch eine andere ersetzt.
Das, was sich am Gesicht einer Stadt normalerweise im Laufe von ein bis zwei, drei Generationen veränderte, veränderte sich hier im Laufe einer einzigen Herbstwoche. Die Zeit rannte in der Stadt in einem extremen Tempo davon. Sie zerrann. Und im gleichen Rhythmus zerrannen auch die Leben der Menschen. Die Bewohner alterten einem direkt vor den Augen. Schon jene in den mittleren Jahren sackten mitten auf der Straße, erschöpft zusammen bei dem Versuch, sich zurechtzufinden. Ihre Knie gaben im öffentlichen Nahverkehr nach. Sie klagten den Ärzten, dass sie hoffnungslos alt, verbraucht und sich verwirrt fühlen. Eine alte Frau sitzt auf einer Bank unter dem Krankenhausfenster. Ihre grauen Haare sind zerzaust und sehen aus wie eine Krone, wie eine Sonnenblume. In der Hand zerknautscht sie Brot statt ein Taschentuch. Wir sollten lieber krepieren, und zwar die ganze Nation. Ich zuerst, verdammt nochmal. Spinnt doch nicht rum, so eine Scheiße. Welche Autos? Was für Autos? So eine Scheiße. Schiffe, Schiffe. Das ist es, was ihr zum Schluss durch den Kopf schießt. Sie hatte gedacht, es würde vielleicht irgendein Kuss sein, eine Umarmung, die Augen des Geliebten. Jenseits der 40 hat der Mensch seine Augen im Nacken, sagt Cortázar. Nacht. Für Kinder ist es schon Nacht. Für Erwachsene erst Abend. Es ist Dezember, 5 Uhr. Die Kinder haben sich beim Schlittenfahren vertrödelt. Plötzlich ist es dunkel. Vor ihnen der Weg durch den Wald. Einer von ihnen, der hübscheste Junge, bindet alle ihre Schlitten zusammen und stellt sich mit seinem deutschen Schäferhund vorn dran. Es war ein großer Hund und er hieß Cent. Dann nur noch das Galoppieren, das besessene Rennen durch den dunklen Wald. Die Kinder auf den aneinander gebundenen Schlitten, die den Hügel hinunterfliegen, und vorne der Junge mit dem Hund. Das ganze Leben noch vor sich. Und dann das Haus. Die Wärme, das Trockene. Ein Bett, das umarmt, ein Wohlgefühl, das durch den ganzen Körper strömt, durch den geliebten Körper eines Kindes. Ein Bein im Schlaf aus dem Bett gestreckt, wie eine Angel. Der Moment, wenn sie aus dem Bett aufsteht, der Geliebte schläft noch. Leise geht sie ins andere Zimmer und raucht. Frieden. Rauch. Atem, die glimmende Asche am Ende der Zigarette. Etwas von diesem Moment bleibt für immer erhalten. Ein Bruchteil einer Scherbe, eine Rassel, auf Glas gemalt. Versprich mir, dass wir einmal nach Paris fahren werden. Dort setzen wir uns dann auf die Terrasse eines Cafés am Boulevard und nicht du nimmst mich auf den Schoß, sondern ich dich. Die Geliebte, den Geliebten. Eine Pietà. Auf den Terrassen all jener Pariser Katakomben und Kaninchenkatafalke. Wir wiegen genauso viel, 112 zusammen. Irgendwann, bestimmt. Noch mit dem Bein, ohne bleierne Füllung, in lebendigerer Form, in der das andere reift und fest wird, das andere Bein, mit einem Fragment des Podests. Fußnote: Viele junge Bildhauer beginnen eine Statue wirklich beim Podest und mit einem Bein. Sie schaffen erst eine Hälfte des Körpers und dann vom Kopf aus geht es dann wieder nach unten zum zweiten Bein. Ich sitze im Schwesternzimmer, die Schreibmaschine auf den Knien. Mitunter sehe ich fern. Im Land ist gerade Revolution. Ostdeutsche fliehen auf Umwegen in den westlichen Teil des Landes, über Ungarn. Sie lassen ganze Haufen Trabants hinter sich. Verlassen parken sie in den Straßen von Budapest. Auf die Beine, auf die Beine, rufen die Leute auf den Plätzen im Chor. Jana Benjova aus der Slowakei. Vielen, vielen Dank. Thank you so much.
So, wir kommen jetzt zu der letzten Lesung des heutigen Abends und in die Ostukraine. Und zwar mit Zeri Zadan. Wir müssen ihn nochmal fragen nach der Aussprache. Keiner war sich so richtig sicher, aber er wird es uns gleich selbst verraten. Jahrgang 74 in Starobilsk in der Ostukraine geboren. Er studierte Germanistik, promovierte dann über den ukrainischen Futurismus, war einige Jahre lang als literaturwissenschaftlicher Dozent an der Uni tätig und dann hat er sich ganz dem Schreiben und Übersetzen gewidmet. Zadan veröffentlichte 12 Gedichtbände, 7 Prosawerke, darunter die Erfindung des Jazz in Donbass. Das ist auf Deutsch erschienen im Jahr 2012. 2015 dann Mesopotamien. Und in seinen Texten findet der Autor ganz poetische Darstellungsweisen der facettenreichen Zeitgeschichte und der politischen Realität der Ostukraine. Wir werden daraus ein wenig hören. Er erhielt sehr viele Preise für seine Werke. Er war auch Aktivist der Orangenen Revolution, engagierte sich im Ukraine-Konflikt für die Maidan-Bewegung und ist... Und ich glaube, diesem Mann wird wirklich nicht langweilig, auch noch als Punkrock-Sänger unterwegs mit einer Band, die auf Deutsch heißt Hunde im Weltall. Und mit der ist er ziemlich regelmäßig in der Ukraine unterwegs. Herzlich willkommen, Jerry. Hi. Du sprichst Deutsch. Ja, bitte. So, jetzt erzähl uns, wie man deinen Namen korrekt ausspricht. Ah, Serhii Zadan. Serhii Zadan. Ganz einfach. Eigentlich ganz einfach, das stimmt. So, herzlich willkommen and welcome. Is English okay for you? Besser Deutsch. Besser Deutsch. Okay, dann werden wir auf Deutsch anfangen und dann. He's going to speak in German. I will translate briefly for you. Ja, der Konflikt in der Ostukraine, der ist aus unserem öffentlichen Bewusstsein fast schon ein bisschen wieder rausgepurzelt, habe ich das Gefühl, hier in Deutschland. Vor 2 Jahren noch auf der Europäischen Schriftstellerkonferenz stand der wirklich im Zentrum. Inzwischen redet kaum einer darüber. Wie schaut man denn derzeit in der Ostukraine auf Europa? Haben die Menschen dort überhaupt die Muße, sich mit den Dingen zu befassen, mit denen sich viele Europäer jetzt gerade befassen, nämlich mit den geflüchteten Menschen? Naja, dort bei uns in der Ostukraine sind verschiedene Ideen, aber ich glaube, dass mehrere Leute möchten sowieso, orientieren sowieso nach Europa. Ja. Und diese europäische Orientierung ist sehr wichtig. Heute und 2 Jahre vor, und ich glaube, das dauert das weiter. Ja. Aber ja, hier in, ich sehe ja, dass hier in Europa ist ukrainische Probleme schon nicht so aktuell. Aber bei uns ist unsere Realität und wir müssen mit dieser Probleme, mit diesem Konflikt, mit Konflikt mit Russland jedes Tag zu wohnen. Mm-hmm. Ja. We were just talking about the fact that nobody speaks actually daily here in Middle Europe about the conflict in the Ukraine. And he said, it's true, but it's still going on. So what does it mean for you in daily life? Was heißt also dieser Konflikt für dich als Autor in deinem tagtäglichen Leben? Na, dieser Krieg dauert in meiner Heimat, ja, und in meinem kleinen Heimat, also in Donbass. Ich wurde dort geboren, ja, und dort wohnen meine Eltern, meine Familie und viele meine Freunde. Und ich muss sowieso mit diesem Krieg wohnen. Ja. Ich fahre regelmäßig nach Donbass und dort sind heute viele meine Freunde. Also das ist meine Realität auch, meine persönliche Realität. Hmm. So this conflict is part of his reality because he comes originally from Donbass and he's going back there to meet the family and friends. And how does it look like, this kind of conflict? Wie sieht es dann tatsächlich aus, wenn du dorthin fährst? Wie stellt sich das dar, der Konflikt, na, für die Menschen? Also natürlich, alle Leute möchten diesen Krieg zu beenden und viele Leute machen etwas, um diesen Krieg zu beenden. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, heute mit diesen Leuten zu kontaktieren. Und wir fahren regelmäßig mit anderen Autoren, mit Musikern, machen einige Konzerte oder Feste. Das ist sehr wichtig heute für diese Leute, diese Kunstsache. Okay, so he goes actually often to this region to talk to people, also to bring artists there and to debate and to discuss the conflict. Wir werden jetzt einige deiner Gedichte hören, und zwar einige aus der Sammlung Warum ich nicht im Netz bin, Gedichte aus dem Krieg. Sind das tatsächlich auch Gedichte, die in der letzten Zeit
entstanden sind? Ja, ja, ja. Diese Texte wurde ich im, vor 2 Jahren geschrieben. Das ist solche Realgeschichte der Realleute, die wohnen oder wohnten in den Kriegsterritorien. Okay, so we are going to listen for some poems that he wrote while the conflict was starting, actually 2 years ago. So, Sergei, it's your turn. Thank you. Я і шла за інбісканалу в Україні. Звідки ти, чорна валко, та ще нас грає? Ми, капелани, мешканці міста, якого немає. Прийшли сюди, принесли покору і втому. Передай своїм, що стріляти більше немає по кому. Наше місто було з каменю та заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл зібраний під прицілом. Тепер навіть у наших снах пахне горілим. Жінки в нашому місті були дзвінкі і безтурботні. Їхні пальці вночі торкались безодні. Джерела в місті були глибокі, наче жили. Церкви були просторі, ми їх самі спалили. Найкраще про нас розкажуть могильні плити. Можеш із нами просто поговорити. Даруй нам свою любов, стискай лищата. Тебе ж капелани і вчили сповідувати і причащати. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, буде щось, що не скажуть в новинах. Wo kommst du her, schwarzer Tross, fliehender Schwarm? Wir kommen, Kaplan, aus einer Stadt, die nicht mehr ist. Jetzt sind wir hier, tragen Demut und Schwäche. Sag ihnen, sie können auf niemanden mehr zielen, es ist keiner geblieben. Unsere Stadt war aus Stein und aus Eisen gebaut. Nun tragen wir Koffer in unserer Hand. In den Koffern liegt Asche, unter den Waffen gesammelt. Selbst in unseren Träumen riecht es verkohlt. Hell und sorglos waren die Frauen in unserer Stadt, deren Finger den Abgrund berührten zur Nacht. Wie Adern tief lagen unsere Quellen. Die Kirchen waren geräumig, wir haben sie niedergebrannt. Die Grabplatten wissen am besten über uns zu erzählen. Könntest du vielleicht einfach mit uns reden? Schenk uns deine Liebe, zieh die Backen fest. Du kennst dich doch aus, Kaplan, mit Beichte und Abendmahl. Erzähl uns, warum man die Stadt verbrannt hat. Sag uns wenigstens, dass es ein Versehen war. Sag uns, dass man die Schuldigen eines Tages bestraft. Sag irgendetwas, was man nicht in den Nachrichten hört. Gut, dann erzähle ich euch, was Verlust ist. Natürlich kriegen alle Schuldigen ihren verdienten Lohn. Und die Unschuldigen später natürlich auch. Und sogar die, die damit gar nichts zu tun haben. Warum haben gerade euch die finsteren Ströme erfasst? Hättet ihr doch die Bücher der Propheten gründlicher gelesen? Hättet ihr die Höllenlöcher sorgsamer gemieden? Seht darin nur keine Glaubenssymbole als weltliche Menschen. Wisst ihr noch, was in den Propheten steht über Geduld und Leiden, über die Vögel, die auf die Städte fallen wie Steine? Da fangen sie an, die Verluste, die ich meine. Das Ende wird so schlimm, dass ich es besser verschweige. Worin liegen die Unterschiede zwischen euch und mir? Nehmt die Vokale und Konsonanten. Den Tod billigen alle, wenn er sie nicht betrifft. Keiner wird in diesem Leben seinem Lohn entgehen. Das predige ich den meinen, wenn mir die Themen fehlen. Über die Unabwendbarkeit der Buße weiß ich nichts zu sagen. Ich weiß nicht, wo ihr Platz findet und was mit euch wird. Ich rede über das, was zu uns allen gehört. Wenn ihr wüsstet, wie schwer uns das Schicksal getroffen hat. Die Nadel. Anton, 32, lebt bei den Eltern, stand in seinem Profil. War orthodox, aber kein Kirchgänger. Hatte studiert und Englisch gelernt. Arbeitete als Tätowierer, hatte eine eigene Handschrift, wenn man so sagen kann. Durch seine Hände und seine Nadel waren die Einheimischen scharenweise gegangen.
Als alles anfing, redete er viel über Politik und Geschichte, ging auf Demos, überwarf sich mit seinen Freunden. Die Freunde waren beleidigt, die Kunden blieben weg, hatten Angst, waren kopflos, zogen fort aus der Stadt. Am besten spürst du einen Menschen, wenn du ihn mit der Nadel berührst. Die Nadel brennt, die Nadel kettet. Unter dem warmen Metall wird die Leinwand der Frauenhaut so gefügig und das helle Segeltuch der Männerhaut so straff. Du dringst in eines anderen Hülle ein, lässt samtene Blutstropfen ab. Stich um Stich fräst du Engelsflügel in die ergebene Oberschicht der Welt. Du stichst und stichst, Tätowierer, denn wir sind ja dazu verdammt, die Welt mit Sinn, die Welt mit Farbe zu füllen. Du durchstichst die Außenhaut, Tätowierer, unter der die Seelen und Krankheiten liegen, das, was uns am Leben erhält, das, wofür wir sterben. Jemand hat erzählt, er sei an einer Straßensperre erschossen worden. Früh am Morgen mit einer Waffe in der Hand, irgendwie aus Versehen. Keiner begriff, was passierte. Er wurde anonym bestattet, wie alle anderen auch. Die persönlichen Dinge übergab man seinen Eltern. Sein Profil hat niemand geändert. Es kommt die Zeit, er wird irgendein Arschheldengedichte darüber verfassen. Es kommt die Zeit, da wird irgendein Arsch sagen, darüber solle man überhaupt nicht schreiben. Die Sekte. André und Pavlo, Adventisten, Studenten. Ihr Unternehmervater hat für die Gemeinde gespendet. Für sie gehörte die Kirche zu ihrem alltäglichen Leben. Sie waren jeden Tag da, halfen bei der Renovierung, stellten Fotos ins Netz, dankten den Spendern. Schon zu Friedenszeiten galten sie als Sektierer. Und als alles anfing, wurde Jagd auf sie gemacht. Manche gingen weg, andere versteckten sich. Die beiden wurden geschnappt und in einen Keller gesperrt, mussten Gefallene bestatten und Gräber schaufeln. Sie wollten sich freikaufen, zitterten, weinten, wurden an eine andere Grube verlegt und dann einfach vergessen, als hätten sie nie existiert. Sie saßen in dem schwarzen Keller, horchten auf die Dunkelheit. Zuerst beteten sie, dann ließen sie es bleiben, schämten sich voreinander. Den Glauben verlierst du dann, wenn sich die Chance bietet, dafür zu sterben, und du die Chance verpasst. Wozu soll einer glauben, der gesehen hat, wie es wirklich ist? Wozu etwas glauben, das für dich keinerlei Bedeutung hat? Keiner kann sagen, was mit den Heiligen war, an deren Körpern sich Wundmale auftaten. Was war mit diesen Wundmalen? Schlossen sie sich von selbst wie Rosen am Abend? Oder bluteten, eiterten, brannten sie lange unter den Verbänden? Mit vor Dunkelheit blinden Augen kamen die Männer ins Krankenhaus zum Verbandswechsel, bissen die Zähne zusammen, als ihnen die Schwester die ausgetrockneten Verbände von der Wunde riss und frisches Blut auf die dunkle Haut quoll. Sie baten um ein Schmerzmittel, um irgendeins. Aber es gibt kein Schmerzmittel. Gegen das, was ihnen Schmerzen bereitet, es gibt keins. Was dir auf diesen Bahnhöfen nicht alles begegnet. Was dir auf diesen Bahnhöfen nicht alles begegnet. Vogelgezwitscher am Morgen, ein Sonnenblitz, schwarzer Reif auf verteerten Bohlen. Als Erste zogen die Händler fort. Die gerissenen, lautlosen, auswärtigen und zugereisten, die routinierten Wachleute, die nächtlichen Militärschüler. Fort sind die Juweliere, fort die Advokaten, fort die Bankiers, vorbei an den Barrikaden. Doch wozu über die Bankiers lamentieren? Die Astronomen gingen fort und nach ihnen die Dichter. Der Wind weht Winterzeitungen umher. Die Kinder tragen Kreuzkettchen und grüne Kappen. Die Mütter
Die Stiefmütter zogen von dannen, die Schüler, die Gescheiten, die Gescheiterten sind auf und davon, häuslicher Kummer mischt sich in Honig und Leber. Weg sind die Diebe, weg sind die Flittchen, tragische Begebenheiten sind das, was sie sind, in Trübsal und Jammer gehen die Erinnerungen nicht aus. Wir zwei, sonst ist keiner geblieben. Weder ein möglicher Friede, noch ein möglicher Kampf ist ein Anlass, mit den anderen zu fliehen. Gläubige Christen, verzweifelte Verbrecher, schwer sind wir einzuschläfern und schwer zu wecken. Nichts hält uns mehr davon ab, uns gegenseitig zu töten. Ich bin so wie du. Das gleiche Stoppelhaar, die gleiche robuste Bräune, die gleiche kaltschnäuzige Frau, Brandwunden, Schnittwunden, ein zartes Faltengeflecht, der gleiche Groll auf Gottes Ungerechtigkeit, der gleiche Hang, jede Gelegenheit zu nutzen, Unerschütterlichkeit zu zeigen, Gewitztheit zu beweisen. Los, töte mich für unseren gemeinsamen Kummer, töte mich für das, was man uns einst gelehrt hat. Weck mich bei Nacht mit schweren Schlüsseln. Als Antwort werde ich dich ebenfalls töten, mir all deine Schwächen vergegenwärtigen. Falls ich es nicht schaffe, bitte ich dich um Hilfe. Auch bei mir gibt es weder Zögern noch Zweifeln. Ich tilge die Schulden, ich erfülle die Hoffnungen. Der letzte Wille macht froh, weil es der letzte ist. Wo begann deine Wanderung? Wo geht sie zu Ende? Du warst immer bei ihnen und da bist du auch jetzt. Wen trifft man nicht alles auf diesen Bahnhöfen? Solange noch die Wärme über der Stadt steht, hinter dem Tuten der Lokomotiven, hinter dem Pfeifen der Vögel, hinter den Stimmen des nächtlichen Gelichters auf dem Markt, solange noch jemand da ist, so lange mögen die Bahnstationen geöffnet sein, mögen die schläfrigen Bauersfrauen Brot und Milch teilen, möge der Weg leicht sein und die Hilfe rechtzeitig kommen. Verstand allen Glücklichen, Freude allen Unglücklichen. Seri Sadam, herzlichen Dank. Barbara Schnitzler, Thorsten Hirse. Und aus dem Ukrainischen übersetzt wurde dieser Text von Claudia Date, diese einzelnen Gedichte. Ja, jede lange Nacht, solange sie sein kann, hat irgendwann mal ein Ende. Wir sind an diesem Ende jetzt angekommen, sehr verehrte Damen und Herren. Ich glaube, was sich hier ganz klar nochmal gezeigt hat, ist die Intensität und das Besondere, wenn so viele Menschen aus so vielen Regionen der Welt zusammenkommen und ihre Perspektiven in literarischen Formen uns offerieren. Sie können sich vorstellen, das war nur ein Bruchteil dessen, was wir hier an Autoren haben in diesen Tagen, aus vielen Teilen Europas and beyond sozusagen. Und dementsprechend intensiv und besonders ist auch die Auseinandersetzung in den vielen Gesprächen im Rahmen dieser Europäischen Schriftstellerkonferenz. Ich freue mich sehr, dass Sie Teil dessen waren heute Abend. Danke für Ihr Kommen und Ihre Aufmerksamkeit. Gute Nacht. Tschüss.